Jahreszeit. Moin, ich bin's wieder, Daniel Schröder. Ich mache meine Ausbildung auch in der Jahreszeit als Koch. Ich bin im zweiten Lehrjahr und ich bin jetzt dran, euch auch ein bisschen rumzuführen, manchmal ein paar Dinge zu erzählen. So, jetzt einmal zu mir. Was mache ich momentan? Was habe ich bisher in meiner Ausbildung gemacht und gelernt? Angefangen habe ich damals am Anfang meiner Ausbildung im Frühstück, wo die Herausforderung in allererster Linie darin bestand, früh aufzustehen, immer jeden Morgen pünktlich da zu sein und pünktlich das Buffet aufzubauen, auch mal live vor den Gästen zu kochen. In dem Sinne waren es halt Eierspeisen. Nach diesem Bereich meiner Ausbildung kam ich dann ins Bankett, wo man gelernt hat, Functions zu lesen, Veranstaltungen vorzubereiten, Veranstaltungen zu schicken, täglich für 25, auch mal für Hochzeiten, wo es dann für 250 Personen losging. Danach kam ich dann auf die Jahreszeitenterrasse, persönlich mein Lieblingsort bzw. Lieblingszeit in meiner Ausbildung bisher, wo ich 8 Monate lang stationiert war. Es hat einen unfassbaren Spaß gemacht und einen auch sehr geschult zum Thema Verantwortung, Bestellungen, Sauberkeit, das Ganze drum und dran, was man in der Ausbildung halt mitnimmt. Kam danach dann teils auch in die Patisserie oder teils auch in den Jahreszeiten Grill, wo man ausgeholfen hat, immer mehr Einblicke gewinnen konnte. Und ja, momentan sind meine Daily To-Dos, wie mit meinen Kollegen auch, Speisepläne zu erstellen, Bestellungen zu schreiben, auch Neues zu lernen. Herr Schwertfeger und Herr Block unterstützen uns da sehr, dass wir Neues lernen im Thema Fisch, im Thema Schmorgerichte, im Thema Fleisch, alles drumherum. Es macht wirklich unfassbaren Spaß und festgelegte Daily To-Dos haben wir natürlich auch, damit es hier sauber bleibt, damit es Ordnung behält. Und genau das hat uns auch geschult, den Scheuklappenblick auszuschalten, dass man mehr auf sein Umfeld achtet, mehr darauf achtet, was getan werden muss. Und ja, noch mehr Eigenverantwortung zu bekommen, als man sie ohnehin schon hatte. Erzählen, warum ich mich überhaupt für die Gastronomie entschieden habe, warum auch für dieses Haus, warum für das Hotel für Jahreszeiten. Ich bin nach meinem Abitur direkt hierher gekommen und habe mich als Koch beworben. Im Jahre 2018 habe ich mich bereits beworben auf eine Ausbildung im August 2019. Von Grund auf bin ich in der Gastronomiefamilie groß geworden. Ich habe damit 2014, im Jahre von 14, 15 Jahren, angefangen im Service zu arbeiten. Habe dann erst hinter der Bar gearbeitet, ein paar Biere gezapft, ein paar Getränke gemacht, wo ich dann aber auch nach einem Jahr ungefähr auch mal an den Gast gehen konnte. Hab dann da als Art Aushilfe im Hotel meiner Eltern gearbeitet und auf einmal hat es viel, viel mehr Spaß gemacht, auch mit den Gästen zu interagieren, mit ihnen zu lachen, auch Stresssituationen mitzuerleben. Wo dann aber die Frage kam, was ich jetzt nach der Schule mache, war mir dann klar, als ich am Pass stand und die Küche gesehen habe und immer die Gerichte aufgenommen habe, dachte ich mir oftmals, wow, so, das möchte ich können, ich will wissen, wie es zu diesem Tellergericht kommt. Und mich dann umgeschaut, dass es für mich nach Hamburg geht, war mir schon sehr früh klar, weil diese Stadt meiner Meinung nach wunderschön ist. Und habe mich dann für Jahreszeiten beworben, weil man hier globale Möglichkeiten nach der Ausbildung hat. Man hat meiner Meinung nach so eine erste Stufe auf der Karrieretreppe, die man auftreten kann. Und durch die verschiedenen Küchen, durch die verschiedenen Restaurants und auch durch die verschiedenen Nationalitäten, die hier vertreten sind, hat man dadurch einfach eine unfassbar reiche Ausbildung im Umfang her. Ja, ich bin jetzt gerade, wie gesagt, im zweiten Lehrjahr, noch ein Jahr vor mir. Nach meiner Lehre strebe ich an, möglicherweise noch hier zu bleiben, für ein halbes Jahr oder für ein Jahr. Möchte danach möglicherweise in die Schweiz oder nach Österreich, um dort Saison zu arbeiten. Möchte auf jeden Fall halt im Ausland arbeiten und möchte mich dann 5, 6 Jahren wieder in Hamburg einkehren, um dann die Hotelfachschule zu besuchen. Und der weitere Weg steht dann, denke ich mal, noch offen. So, wir befinden uns jetzt im Restaurant Nicky 9, für Jahreszeiten in Hamburg. Geführt wird dieses Restaurant von Herrn Förster als Restaurantleiter und von Song Lee als Küchenchef.
Ja, es wird immer so schön gesagt, hier treffen sich Japan und Peru an der Alster. Das Besondere daran ist, dass dieses Nikkei-Nine eine Mixed Cuisine ist. Das bedeutet, dass die Küche sowohl japanische Gerichte serviert, aber mit peruanischen Elementen. Und diese Küche bzw. dieses Restaurant besitzt halt eine offene Küche. Das ist das Besondere an diesem Restaurant meiner Meinung nach, weil es selten Restaurants gibt, wo die Küche so nah mit den Gästen interagieren kann wie hier. Die Gäste können dort vorne am Tisch, wie wir gleich sehen werden, mit der Küche sprechen, sie können mit ihnen reden, die Küche kann sogar mitservieren. Und ich bin jedes Mal geflasht, wenn ich hier durchlaufe, allein auch schon vom Ambiente her. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass ich wahrscheinlich in meiner Ausbildung dann auch hierher kommen werde, diese Ausbildungsstation mitnehmen kann und einfach eine völlig andere Küche kennenzulernen, als man das normalerweise in der Ausbildung tut. Wo es jetzt gleich vorbei ist und ihr unseren Rundgang mitbekommen habt und hoffentlich auch Spaß dabei hattet, uns zuzuschauen, wollte ich noch einmal loswerden, dass man ruhig einmal einen Einblick in die Gastronomie nehmen kann. Man kann ruhig meine Ausbildung im Gastronomiegewerbe anstreben. Es gibt in der Gastronomie so viele Möglichkeiten, eine Ausbildung zu machen. Und wichtig ist, dass man einfach mal diese Schwelle überschritt, zu sagen, ich mache nur eine Ausbildung. Weil die Menschen, die man dadurch kennenlernt und die Erfahrungen, die man dadurch macht, die prägen einen fürs Leben. Und ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, der sich wirklich sehr wohl fühlt in diesem Bereich. So, wir haben nun Feierabend. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick bei uns im Hotel für Jahreszeiten geben hier in Hamburg. Möglicherweise können wir euch dadurch die Gastronomie etwas schmackhafter machen und würden uns freuen, euch bald zu begrüßen. Bis dahin, auf Wiedersehen!